Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Dead by Daylight. So, wir müssen auch ein zweites Mal überleben. Mit Dwight, dann sind wir ihn wieder los. Juhu! Ja. Fickenste Mist. Okay. Da bin ich mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Also, beim Sumpf sieht das ja katastrophal aus, muss ich schon sagen. Da sieht das wirklich katastrophal aus. Hätte ich jetzt so nie so gedacht, um ehrlich zu sein. Also das sieht wirklich aus. Ich will mal wissen, wie das ist, wenn man da richtig viel Nebel auf hat beim Swarm. Das müsste ja richtig grauen. Das ist ja nur eine grüne Suppe dann. Also eine grüne Bio-Dampfsuppe. Wirklich so, wie als wäre Smogmog da vorbeigegangen. Ja, wobei das ja immer schwarz war, die Wolken, glaube ich, von ihm, ne? Oh, da sind wir auch schon wieder. Jetzt hätte ich's geahnt. Ja, guckt euch diesen... Boah. Wir haben schon mal einen Reunited. Das hört sich nach Treppe an, irgendwie. Oha! Der ist immer noch hier? Oh, endlich. Oh Gott! Endlich, ich kann mal was machen. Ein Generator. Die grüne Suppe an. Das sieht nicht healthy aus. Wirklich nicht. Kriegst du danach eine Gasvergiftung, wenn ihr da draußen bist. Ich will immer so, oh, Empathie. Aber ich habe ja keine Empathie. Ich glaube, das ist ein Perk, ohne den zu spielen, ist echt scheiße. War da nicht gerade was? Ja. Warum hat die hier ein Dingens hingebracht? Hier wegen? Kelly!
Wenn ich die gewesen wäre, hätte ich hier eine Trap hingesetzt. Ich dachte, ich mal jetzt krieg's mal hin. Diesen Scheiß hier. Fertig zu machen da oben. Den Generator da oben zu reparieren. Dieses Achievement zu kriegen, aber nein. Ja, super. Aber der Swamp ist irgendwie auch fies, ne? Warte mal, der hatte Hex. Und dann hat er noch Nobel Escapes Death? Und dann noch Distressing. Ach, deswegen habe ich gedacht, Alter, der campt da. Nur 18 Punkte. Ja, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.